So, herzlich willkommen zur letzten Kampagne von StarCraft 1 Brood War, der Zerg-Kampagne. Ich habe das jetzt schon zweimal aufgenommen. Das letzte Mal war mein Mikro irgendwie leiser gedrosselt und ich habe keine Ahnung, wie ich das versehentlich eingestellt habe. Auf jeden Fall mache ich das jetzt nochmal. Die erste Mission ist recht einfach, ging irgendwie 5 Minuten oder so. Von da aus wird es jetzt kein allzu langer Part, aber ich muss das jetzt nochmal machen, weil der Ton einfach nur scheiße war. Ja, viel Spaß dabei. Das ist, wie gesagt, das Ende. Danach muss ich Warcraft 2 endlich fertig kriegen, damit ich das aus dem Sinn habe. Und dann so würde ich gerne Warcraft 3 machen. Würde gerne StarCraft 2 machen. Ich habe Diablo 3 mir für 10 Euro gekauft und so. Wenn ihr Vorschläge habt, höre ich das natürlich auch immer gerne. Und ja, let's go! Zerg-Kampagne, die Königin der Klingen. Die Streitkräfte des Vereinigten Erddirektorats haben die Kontrolle über den Planeten Char übernommen und die gefräßigen Bruten des noch jungen Overmind versklavt. Da die mächtigen Psi des Ruptoren des Direktorats verhindern, dass Kerrigan die verbleibenden Bruten kontrollieren kann, ist die Vorherrschaft des VED in diesem Gebiet unangefochten. Kerrigan hat eine Gruppe bunt zusammengewürfelter Verbündeter um sich gesammelt. Sie plant, den Psi-Disruptor zu zerstören und den Overmind aus der Gewalt des VED zu befreien. Die Zerstörung Kerrigans Festung auf dem Planeten Tarsonis. Das ist der Ort, wo sie selbst infiziert wurde und wo es auch den Psi-Disruptor gab. Grüße, Cerebrat. Inzwischen dürfte dir klar sein, dass ich deine Verbindung zum Overmind und deinen abtrünnigen Brüdern durchtrennt habe. Versteh mich recht. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ich kann es lediglich nicht riskieren, dass du unter ihren Einfluss gerätst. Du gehörst jetzt mir. Diene mir ohne Vorbehalt. Und ich lasse dich leben. Meine Königin, vergib mir die Unterbrechung, aber die erwarteten Besucher sind angekommen. Endlich! Die haben sich ganz schön Zeit gelassen. Tja, keiner von uns hatte es besonders eilig, hierher zu kommen, Sarah. Traust du meinen Motiven noch immer nicht, Jimmy? Nicht die Spur. Hey, als ich auf Ayur zu euch beiden Kontakt aufgenommen habe, habe ich euch alles über den neuen Overmind und über das VED erzählt, das ihn kontrollieren will. Tja, das VED hat's geschafft. Es hat den Overmind gezähmt und kontrolliert jetzt die Mehrzahl der Zergbruten in diesem Sektor. Das ist auch der Grund, warum ich euch um Hilfe gebeten habe. Ihr wollt, dass wir euch helfen, das VED zu besiegen, damit ihr allein über die Zerg herrschen könnt. Falsch, Phoenix. Ich will sie besiegen. Punkt. Denn wenn wir das nicht tun, werden sie diesen Sektor in ihre Gewalt bringen und uns alle versklaven. Du weißt, dass ich recht habe, Jim. Du hast die Geschichte der Erde studiert. Und du kennst das Programm des VED. Die Kontrolle über die Zerg zu übernehmen, ist für sie nur der Anfang. Vielleicht, ich weiß es nicht. Meine Königin, vergib mir die erneute Unterbrechung, aber wir haben ein sehr ernstes Problem. Perfektes Timing. Gentlemen, wir werden diese Unterhaltung später weiterführen. Sprich weiter, Duran. Das Signal des Psi-Disruptors hat uns hier auf Tarsonis erreicht und die Einheit deiner Bruten untereinander zerstört. Innerhalb der letzten paar Stunden haben sich deine Untertanen gegeneinander gewandt, ihre Schwarmcluster verlassen und laufen jetzt Amok. Auch das noch. Cerebrat, nimm die wenigen Zerg mit, die sich noch unter meiner Kontrolle befinden. Und tu, was immer du kannst, um die Schwarmcluster vor weiterem Schaden zu bewahren. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine eigenen Untertanen sie zerstören. Okay, also hier hat Sarah Kerrigan. Hier hat Sarah Kerrigan viele komische Sachen gesagt. Zum Beispiel, sie wüsste ja, dass die Erde irgendwie uns, also alle da versklaven will. Aber das ist tatsächlich nicht, Pancho. Schwarmstrukturen reagieren nicht auf die Befehle des Zerebraten. Aber das ist tatsächlich überhaupt nicht klar. Pancho, du, die andere Katze hört dich nicht. Ich weiß jetzt, warum Pancho so rummiaut. Miau. Pancho, Dicker! Also hier meine Nachbarin hat eine Katze.
Und sie ist halt vor ein paar Monaten hier eingezogen und Pancho möchte sich gerne mit der paaren oder so. Ja, Pancho. Dann geh doch rüber zu der. Kannst du nicht, okay. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wie das gelaufen ist mit Pancho, weil der deswegen, also ich habe da vorhin geknickt, ob die eine Katze hat, weil dann erklärt das vieles. So, weiß ich Bescheid. So, Sarah Kerrigan hat jetzt viel interessanten Quatsch erzählt, weil sie versucht, Jimmy jetzt ja zu überreden, mitzumachen. Und erzählt halt, das VED wäre so schrecklich und würde alle versklaven wollen, aber das ist ja, fuck. Das konnte ich denen hier nicht mehr befreien. Aber das ist ja alles andere als klar. Und also er hat die Geschichte der Erde studiert, hieß es und so. Und, ja. Das heißt ja nichts. Ah, Kacke. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sind zu viele reingestorben. Fuck. Weil das Ding ist, dass, fuck. Also normalerweise soll ich immer zwei benutzen für einen. Zwei Dinger für einen Wächter und jetzt sind, da haben sich viele geopfert gerade. Das ist mir jetzt auch das erste Mal passiert, leider. Leider kann ich die nicht einfrieren. Eingraben. Also. Also weil wenn ich die eingraben kann, dann kann ich den sozusagen verstecken und dass er nicht mehr getroffen wird, aber... Ich will nicht, dass hier drauf geht, so. Ich hätte es gerne, dass sie überlebt, so. So, jetzt gehen wir mal hier zur Tiefenkolonie. Ja, du kannst dich... Würdest jetzt schießen halt mehrere Hydras auf Reden. Also durch so eine Konkave können die besser angreifen sozusagen und machen besseren Schaden. So, ah gut. So, ich glaube, hier gab es jetzt die Königin. Nein, ich hab ihn schon wieder zu spät angeklickt. So. Jawohl. So, okay. Das sieht doch ganz gut aus hier. Das sieht doch stabil aus, sehr schön. So, jetzt ist es so, dass hier kriege ich jetzt Vergifter. Jetzt muss ich hier das Blutbad gleich machen. Und das Blutbad sorgt dann dafür, dass sie halt ihre Lebenspunkte verlieren hier, ne? Und dann müssen die Hydras jetzt nur noch irgendwie wenige Mal raufschießen und dann hat sich das erledigt sozusagen, ja? So, jetzt hier, du musst den schnell einnehmen, dass falls hier irgendwelche Abwehrtürme sind, dass sie gleich anfangen loszuballern. Okay, das sieht doch ganz stabil aus jetzt. So, okay. Okay, jetzt haben wir das hier. Von mir kommt schon wieder was. So, unsere Amok-Runden sind jetzt hier aber alle... versorgt, wie es aussieht. Jawohl, haben wir hingekriegt. So, das war's. Sorry für die Mikroscheiße gestern, also dass das Mikro so scheiße war. Aber ich musste dann zur Nachhilfe gehen und dann konnte ich mein eigenes Video nicht nochmal selber angucken und hab's dann gehört. Dementsprechend, ja, habe ich nicht damit auch gerechnet, dass das Mikro scheiße ist. So, das war die erste Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen. Verzeihung die Umstände. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der nächsten Mission, die dann besser mit dem Mikro ist. Ja, Verzeihung nochmal.